Ja, herzlich willkommen bei World White Whisky. Ich bin der Ronny und heute habe ich eine Flasche auf dem Tisch von einem unabhängigen Abfüller von den Barry Brothers and Root. Es handelt sich um einen Tobermory 2008 destilliert, 2018 in die Flasche gekommen, also 9 Jahre alt und ja, Fassnummer 900.100. 56, ja, falls es relevant ist für jemanden. Dieser Whisky ist in Fassstärke abgefüllt worden, also ist Cask Strength und nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Hat stolze 65,3 Volumenprozent, also sehr, sehr, sehr heftig. Wurde abgefüllt exklusiv für Deutschland, diese Flasche, von Kirsch Whisky, Importeur für. Ich glaube, für diesen Abfüller weiß ich nicht. Kirsch Whisky ist ja bekannt, die machen ja viel. Ja, ein Tobermory. Oder ich sage erstmal was zu Barry Brothers and Root. Barry Brothers and Root ist der älteste Wein- und Spirituosenhändler Großbritanniens. Bereits 1698 wurden sie erwähnt, also weiß man, dass sie da schon mit Wein und Spirituosen und sowas gehandelt haben und ja, heute noch aktiv. Also sehr, sehr alt, dieser unabhängige Abfüller. Ja, Tobermory, eine Destille auf der Isle of Mull. Sie brennen momentan auf zwei Wash und zwei Spirit Stills, haben einen Ausstoß von circa 1 Million Liter pro Jahr. Und Tobermory ist die nichtrauchige Variante, die nicht rauchige Abfüllung sind die Tobermorys und die Leddick oder Leggic, wie manche sagen, sind die rauchige Variante von denen, also aus der Destille. Hierbei handelt es sich jetzt aber um einen Tobermory, um einen nicht rauchigen Whisky, der ja sehr stark daherkommt, muss ich sagen. Und das hat sich jemand gewünscht, das Video aus unserer Community. Und ja, der hat die Flasche auch zu Hause und hat sie aber nicht offen, hat ein Sample bekommen. Und ja, ich habe die Flasche offen und mache dann jetzt auf Wunsch, mache ich darüber mal ein Video. Ja, Tobermory, Isle of Mull, sehr schöne kleine Hafenstadt mit dieser bunten Hafenfassade da, Häuserfassade im Hafen. Dürfte eigentlich sehr bekannt sein. Ja, die Destille ist 1798 gegründet worden. Und jetzt die ganzen Besitzer da aufzuzählen, das dauert viel zu lang. Die Destille war etliche Male geschlossen. Sie hat etliche Male den Besitzer gewechselt. Heute gehört sie einer südafrikanischen Limited, glaube ich, Distel oder so, glaube ich, heißt die. Die haben die Destille gekauft. Und ja, haben sie vor kurzem auch erst umfangreich saniert. Also die war 24 Monate, 2 Jahre war die geschlossen. Aber das Visitor Center war dauerhaft, bis auf wenige Tage zwischendrin mal, war das Visitor Center immer offen und man hat immer Führung gemacht, die 2 Jahre durchweg. Aber sie wurde umfangreich saniert und ja, erstrahlt heute in neuem Glanz. Sollte man auch mal bei Gelegenheit mal besuchen, wenn man dort mal in der Nähe zugange ist. Ja, ich schütte mir schon mal was ein. 9-jähriger Whisky, der braucht, glaube ich, nicht so lange atmen. So. Ja, Tropfen. Ja, zur Fasslagerung, zur Fassreifung. Ich habe eigentlich über diesen Whisky überhaupt nichts gefunden, überhaupt keine Notes, überhaupt keine Angaben, bis auf das, was hier drauf steht. Und ja, was steht denn? Mal gucken. Also ich denke mal, ich weiß nicht, ob das ein Ex-Bourbon-Fass ist hier oder ein Sherry-Fass, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Ja, werden wir sehen. Auf alle Fälle sehr heftig vom Alkohol. 65,3 Volumenprozent, also den werde ich auch nicht pur probieren. Den werde ich gleich vorweg verdünnen. Das ist mir dann auch zu heftig. Ui.
Ja, das hatte ich schon mal. Ich habe den schon mal probiert, muss ich dazu sagen. Also ist ja klar, den habe ich ja mal aufgemacht, habe schon ein, zwei Samples dort verschickt und habe den auch selber schon probiert. Und da ist mir das gleich aufgefallen. Das habe ich jetzt auch. Oh, heftig, der Alkohol, der steigt in die Nase. Boah, eine ganz, ganz heftige, fruchtige Süße, die für mich in die Rosinenrichtung geht. Ich weiß nicht, ihr kennt ja die Rosinen, die man so zu kaufen kriegt, diese getrockneten Rosinen. Aber die sind ja mit Schwefel behandelt, glaube ich. Schwefel habe ich hier im Geruch nicht, aber diese richtigen getrockneten Trauben, diese Rosinen, ganz heftig habe ich den Geruch hier. Das schoss mir sofort in die Nase, das habe ich auch beim ersten Mal gehabt. Ja. Na, dann habe ich schon, also eine fruchtige Süße, dann habe ich schon Honig. Honig hätte ich da noch so ein bisschen. Fruchtige Süße, Honigsüße, Waldhonig dann eher. Ja, aber heftig, heftig der Alkohol, der steigt jetzt. Ich hab mal dieses Nosinglas genommen hier. Und es ist sehr verjüngt oben. Oh, muss sagen, der Alkohol, der knallt richtig ins Gesicht, richtig in die Nase. Ja, da werde ich mal gleich verdünnen. Und da mache ich gleich auch mal ordentlich Wasser rein. Ich probiere das jetzt erstmal. Also jetzt habe ich vielleicht auf 58 oder so verdünnt. 58, vielleicht 56, aber viel weiter bin ich da bestimmt nicht runter. Ja, jetzt ist der Alkohol nicht mehr so heftig. Jetzt ist aber die Rosine immer noch sehr präsent, aber etwas leicht stark, also von der Stärke her zurückgegangen. Jetzt habe ich helle Früchte, so grünen Apfel, Honig, grüner Apfel, Rosinen. Also die Rosinen sind immer da, die sind präsent. Ja, allzu viel habe ich da auch nicht mehr. Ja, dann probieren wir mal. Slanche. Immer noch heftig der Alkohol. Boah, den muss ich noch mal verdünnen. Ui. Der verträgt gut Wasser, glaube ich. Also, wer sich die Flasche kauft, die gibt es übrigens noch zu kaufen. Kostet so um, ich habe sie gesehen, so 58, 60 €. Manche Shops bieten sie auch für 70 € an. Also, den Whisky kriegt man unter anderem noch. Und wenn man den gut runter verdünnt, ja, dann hat man bestimmt von der 0,7er Flasche bestimmt einen Liter nachher in Trinkstärke. Ja, was hatte ich im Geschmack jetzt eben? Wie gesagt, sehr viel Alkohol, die Rosinen, eine schöne, fruchtige Süße, schön so Äpfel, grüne Äpfel, Birnen, so eine schöne Säure war das, so eine schöne, fruchtige, süße Säure. Wenn ihr die Äpfel esst und so im Mund den Saft habt von den Äpfeln, so diesen Saft, den hatte ich eben da drinne. Von den grünen Äpfeln diesen Saft, so ein bisschen den Apfel schön zerkaut, mal ganz lange kaut und bis sich schön der Saft mit dem Speichel vermischt, dann hat man so eine schöne fruchtige Süße. Die habe ich eben hier drin gehabt. So, jetzt habe ich nochmal runter verdünnt. Ah, die Rosine, die ist sowas von da. Rosine, grüner Apfel, mehr habe ich da leider nicht. Also kann auch nichts mehr zu interpretieren da. Also das ist, mehr ist da nicht. Ja, probiere ich nochmal. Slanche.
Jetzt würde ich sagen, jetzt ist vom Alkohol gut. Jetzt habe ich ihn gut runterverdünnt. Ist immer noch heftig. Also glaub nicht, dass ich den jetzt so weit runterverdünnt habe, so bis auf 43 oder so. Auf keinen Fall. Der hat bestimmt noch 50%. Also, das, was ich vorher schon gesagt habe, da hat sich nicht viel geändert. Grüne Früchte, also grüne Äpfel, die Rosinen von der Nase bis am Gaumen bleiben die Rosinen da. Find ich schön. Hab ich so extrem noch nie, glaube ich, in einem Whisky gehabt. So eine extreme Rosinen-Aromenfracht. Und ansonsten schöne Säure, Apfelsäure so. Süße Apfelsäure, schön den Honig. Ja, ist ein schöner Whisky. Aber der passt für mich eher, glaube ich, in den Sommer wie in den Winter. Ist ein schöner Sommerwhisky. Und wenn man den schön runterverdünnt, kann man den gut trinken. Schön süffig. Ja, schön. Also, ich probiere nochmal. Nee, mehr habe ich da nicht. Also Rosinen, grüne Äpfel, süße Honig. Abgang ist nicht lang, also Abgang. Ah, doch, die Süße bleibt so ein bisschen im Abgang, aber Eiche habe ich gar nicht. Ansonsten ist der Rest schnell weg. Die Süße bleibt da und der Alkohol, der ist sehr präsent. Also wie gesagt, sehr, sehr heftiger Alkohol muss man schön weit runter verdünnen. Ich zumindestens. Ich weiß nicht, ob ein anderer den vielleicht nicht so weit runter verdünnt oder den so, also Fassstärke sogar trinkt. Also das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass man den in Fassstärke trinkt, weil der brennt schon sehr arg. Schon beim ersten Mal verdünnen brannte der schon sehr. Ja, gibt es eigentlich nichts weiter zu sagen zu dem Whisky? Wie gesagt, Notes oder Angaben findet man zu dem Whisky überhaupt nicht. Nirgendwo. Ich habe nichts gefunden. Die Shops, die den anbieten, die haben auch wenig Informationen. Und hier steht auch zur Fasslagerung und so steht hier nichts drauf, nur das Cask. Und ja, bottled und destilliert. 9 Jahre alt. Exklusiv bottled for Germany. Also, wie gesagt, eine deutsche Abfüllung. Steht nicht mehr drauf, kann ich nicht mehr zu sagen. Also, das waren meine Eindrücke von dem Whisky. Eine Kaufempfehlung würde ich, na klar, durchaus aussprechen. Für den Preis um die 60 € rum. Und mit dem Wasser, was man da verdünnen kann, hat man durchaus nachher, kommt man irgendwo beim Liter an, sag ich mal, die man nachher in Trinkstärke hat. Schöner, süffiger Sommerwhisky. Nichts Spektakuläres jetzt, kein Überwhisky, aber ja, ich habe zu wenig Tobermorys bisher probiert, dass ich was zum Brennereicharakter sagen kann. Latics habe ich schon mehr gehabt, die rauchigen, aber. Die Tobermorys, da habe ich erst so zwei, drei gehabt und so. Also da kann ich nicht sagen, ob jetzt hier der Brennereicharakter wieder zu erkennen war. Also diese Rosinen waren sehr extrem, fand ich. Die kamen mir sehr extrem vor, was ich gut fand. Ich mag gerne Rosinen. Und ja, kann nichts weiter dazu sagen. Ja, das war's dann. Vielen Dank wieder mal fürs Zusehen. Bitte einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und lasst ein Abo da. Und ich verabschiede mich hiermit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.